nie gegeben. Beide Teams in demselben Vereinstrikot und zwar im Wolfsburger. Der Grund? Homburgs weiße Hemden passten Schiri Scheurer nicht und deshalb borgten sich die Saarländer die zweite Garnitur des VfL Wolfsburg. Also Homburg im ungewohnten Rot mit dem Volkswagen-Logo auf der Brust. Die Mannen von Uli Sude fühlten sich sichtlich wohl in der neuen Kluft. Und das, obwohl 8 wichtige Leute fehlten, darunter Leistungsträger wie Korell, Ruoff, Muschinka und Wruck. VfL-Trainer Kraut Zuhn mal wieder eher wie Sauerkraut. Dann endlich der erste Warnschuss seines Teams nach genau 15 Minuten. Holger Ballwanz, ein Schuss aus der zweiten Reihe, doch kein Problem für Peter Eich. Die Saarländer mit ihrer Rumpfmannschaft spielten munter mit. Jacques Gourmet, eine schöne Flanke und Jörg Zimmermann mit Problemen. Die Zeitlupe zeigt ganz genau. Zimmermann, der Wolfsburger Torwart, nur mit einer Faust dran. Das hätte ins Auge oder besser gesagt ins eigene Tor gehen können. Dann die 23. Minute, Ecke für den VfL Wolfsburg. Und die tritt Jacek Frakiewicz. Wunderbar auf den Kopf von Holger Ballwanz. Der hat überhaupt keine Mühe, weil er völlig frei steht. Das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Erleichterung bei den grünen Wölfen auf dem Rasen und bei den 5000 auf den Rängen. Die Zeitlupe verrät, warum Peter Eich sich so aufregte. Ballwanz ziemlich frei. Doch die Homburger steckten nicht auf, versuchten stets die schwarze Serie von zuletzt 2:12 Aussatzpunkten zu beenden. Freistoß. Und den tritt Popovic vor den Pfosten. Und auch der Nachschuss, Glück für den VfL Wolfsburg. Die Gefahr scheint gebannt. Aber nicht lange, Jörg Schmidt setzt nach. Wunderbar durchgelegt auf Carsten Linke. Der Ausgleich 1:1 in Wolfsburg. Da ging Eckhard Krautzun die Hutschnur. Und schön zu sehen, wie Jörg Schmidt sich den Ball erkämpft. Allerdings schnarcht auch die Wolfsburger Abwehr. Der Ausgleich und ein zufriedener Homburger Trainer. Ich habe heute 3 Leute dabei, die zum ersten Mal spielen und sie machen ihre Sache ausgezeichnet. Von mir aus könnte das Spiel jetzt beendet sein, aber wie gesagt, Spiel dauert 90 Minuten. Viva, viva, die zweite Halbzeit. Und bald sollte Uli Sude erfahren, warum er so gern schon nach Hause gefahren wäre. Brunner, schönes Solo auf der rechten Seite. Frakiewicz, das 2:1 für den VfL Wolfsburg. Noch einmal die schöne Vorarbeit von Brunner. Doch auch hier Frakiewicz, völlig unbedrängt. Frakiewicz, der schon das 1:0 vorbereitet hatte. Und das war es dann auch, das 2:1 für den VfL Wolfsburg. Das Spiel in der zweiten Hälfte erschreckend schwach. Schade, schade für Uli Sude und seine Mannschaft, toll gekämpft, aber mehr war einfach nicht drin. Vielleicht hatte er einfach nur das falsche Maskottchen. Allerdings Uli Sude will durch diese Niederlage nicht auf den Hund kommen. Ach, wissen Sie, man muss immer Optimist sein. Und entscheidend ist für mich, wenn Sie sehen, dass hier 3 20-Jährige gespielt haben, die noch nie von Anfang an gespielt haben, dann muss ich sagen, Riesenkompliment. Nächste Woche ist Thorsten Bruck, Steffen Korell wieder dabei und da mache ich mir keine Sorgen. Dann werden wir auch unser Heimspiel gewinnen. Und dann mit ordentlichen Trikots? Ja, und dann mit eigenen Trikots. Also, die haben